Schade. Gehen wir einfach rechts ein bisschen weiter. Da ist eine kleine Stufe. Achten Sie bitte auf die kleine Stufe. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Wurde die kleine Stufe da? Geht sie ruhig bis hinten hoch? Kommen wir dann vorne hin. Wir stehen hier vor einer bunten Mauer und diese bunte Mauer ist im Original hier wieder eingesetzt worden, denn hier war auch eine Hinterlandmauer gewesen. Die trennte hier, das heißt, die war hier genau angesetzt in diesem Gebäude. Sie können sich an das Foto erinnern, vorhin von 2005 hatten wir ein Foto, nach dem ersten Mauer schon mal, aber nicht von uns. Und da war ja diese bunte Mauer schon mal hier zu sehen. Das ist die original bunte Mauer, die da war. Die war mal zwischenzeitlich ein bisschen weggekappt worden, weil sie für die Bauarbeiten nicht gebraucht werden konnte und deswegen hier so Löcher drin. Da sind nämlich Ketten durchgeführt worden. Das kann man ja so einfach auch nicht antaschen. Wir haben vielleicht die Bilder jetzt gerade zum 50 Jahre Mauerbau gesehen, wie dann diese Sachen gesetzt worden waren. So ist das hier auch. Die Ketten sah jetzt vorne raus, dann nachher war die mal nach einem Jahr versteckt und dann nachher später durch einen Rechtsstreit wieder hierher gekommen. Jetzt steht sie hier als Besichtigungsobjekt. Sie können das Ganze dann nachher auch sehen, wenn Sie hier vorne in unsere Sonderausstellungsfläche kommen, dann hier durch diese Schreiben direkt sehen. Sie haben jetzt den Vorteil, Sie stehen direkt davor und können die direkt jetzt sehen. Da nur durch die Glasscheibe. Aber die ist dann auch wieder geöffnet, nachher später, nicht nur am Tag der offenen Tür. Das muss ich noch dazu sagen. Lasse, habe ich noch was vergessen? Gut. Das war die Hinterlandmauer, die war mal früher weiß, grauweiß und ist dann nachher bemalt worden, da haben Sie recht, das habe ich eben gerade vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, aber auf dem Foto von 2005, da kann man es von hinten gut sehen, denn da war die dann nachher schon bemalt. Was heißt denn Hinterlandmauer eigentlich? Bitte? Was heißt denn eigentlich Hinterland? Hinterlandmauer heißt ganz einfach, es gab eine Mauer hier zum Bereich und dazwischen war ja dann der Grundstreifen, der jetzt heute grün umwandt ist und dann kam die Hinterlandmauer, da war ja nochmal ein zweites Sicherheitssystem aufgebaut worden, damit die Leute, die in der ehemaligen DDR leben mussten, nicht flüchten gehen konnten. Wir hatten ja 1961 ja alles abgesperrt bekommen. Am 13. August... Also der Teil, der nach Osten zeigte, der hieß Hinterlandmauer. Ja, das war der Teil, der im Osten auch stand. Das war der Teil Hinterland. Das hat die Stasi auch so genannt, weil sie dachte, die hat das verkauft als antiimperialistischen Schutzwall. Das heißt... also die äußere Mauer zum Westen hin, sollte sozusagen den Osten schützen gegen Angriffe. Und haben gesagt, okay, und die Mauer, die innere Mauer, ist dann die Hinterlandmauer. Und leider, das ist nicht Ihr Fehler, aber Denkmalschutz benutzt das gleiche Wort, es ist die Vorderlandmauer, ja, weil es gegen das eigene Volk gerichtet war. Deshalb gibt es diese Mauer auch. Es war keine normale Grenze im üblichen Sinne. Ja. Und die Hinterlandmauer, die war auf der anderen Seite. Ja. Warum irgendwelche... Es stand irgendwann mal, hat das jemand gesagt und alle, das hat die Stasi und die Grenztruppen haben immer Hinterlandmauer gesagt. Weil das hat mich nämlich jetzt irritiert, weil ich jetzt nämlich auch umgehe. Es gab drei Mauern. Es gab einmal die schöne Mauer. So, diese Elemente gab es eigentlich nur hier im Innenstadtbereich, weil es sollte auch nicht mehr so schlimm aussehen. Es gab also einmal Elemente im Innenstadtbereich nach außen hin, die wurde immer schön bemalt. Da gab es hier einen Todesstreifen. Da gab es hier einen Todesstreifen, das ist hier die innere Mauer. Und dann gab es nochmal, dahinter war ein Sperrgebiet und da gab es nochmal eine Mauer, die durfte auch nicht betreten werden. Also hier durften die Leute arbeiten, aber dahinter gab es dann eben halt noch Anti-Grenzverletzer, Roller und andere Sachen. Und das sah sehr schlimm aus. Also optisch war das nicht so schön. Und die waren hier bis zur Wilhelmstraße. Da gab es dann nochmal eine Mauer, auch mit Grenzmarkierungsbalken, und die man hier aber weggenommen hat. Wie breit war denn das Ganze insgesamt? Ganz unterschiedlich, je nach Straßenlage. Obwohl in einem Teil manchmal schmal und manchmal vor der Mauer, aber trotzdem sehr breit. Zwei Mauern gewesen, aber ja, drei sogar. Nicht überall natürlich. Okay. In Pankow zum Beispiel gab es dann auch teilweise nur eine. Ja, ich habe mich damit beschäftigt.
ich habe mich da beschäftigt, weil diese Mauer ist meine Mauer. Die habe ich damals von den Grenztürken übernommen bekommen. Und es gab 57 Rechtsstreits darüber. Und am Ende habe ich aufgegeben, können wir nicht mehr leisten. Die letzten drei Prozesse waren 50.000 Euro. Und ich fand es nicht so schön. Der Bundesumweltminister Trittin hat gesagt, und auch das Bundesamt für Bauwesen, diese Mauer wird nicht beschädigt. Diese Mauer wird in der Zwischenzeit nicht weggenommen und wird dann anschließend wieder hier authentisch, ja, unbeschädigt, wieder hingesetzt. Und es fehlen erstmal drei Mauerteile. Hier vorne war nicht, diese Mauer stand ja gar nicht. Hier standen drei Mauerteile, die ganz hinten gelagert sind, 200 Meter weiter hinter dem Ministerium. Also diese Mauer, die war in diese Richtung versetzt worden, also die war in dieser Richtung. Also es fehlen drei Mauerteile und die Mauer steht nicht authentisch, sie ist beschädigt. Und was mich ein bisschen irritiert wegen der Standsicherheit, ja, also ich hatte damals noch Probleme, die könnte ja mal umfallen, denn dass man einfach diese Symmetrie oder irgendwelche Pflastersachen, da haben wir eben meinte, Pflaster, weil das gab es vorher schon, hier war ein tiefes Loch, sonst hätte man die Mauer ja stehen lassen können im Keller. Man hätte es auch nicht wegreißen müssen. Man hätte es die Bauingenieure, die sowas schaffen. Was mich ein bisschen irritiert, dass man hier einfach nur wegen der Optik, oder da hat sich einer Künstler gewandt, dass man die Mauer hier absieht. Also das ist auch nicht authentisch. Also es ist ein ziemlich, also es sieht aus wie eine Dekoration. Tut mir leid, aber ich das war der Umweltminister. Sie haben jetzt mehr Erklärungen dazu erbringen können. Und bei der nächsten Führung, wenn Sie bei der nächsten Führung, können Sie das, wenn Leute fragen, also diese Pflasterei war nicht da, die ist erst vor ein paar Wochen hergekommen. Und die Mauer hat man hier einfach noch abgesägt, wegen keiner Ahnung. Danke für den Hinweis, dann werden wir das mal sofort dann auch vielleicht. Es gab uns auch einen Kunstvagabunden. Ich bin Unternehmensberater und es gab ja auch keine Zeltstadt. Wir haben überlegt, ob wir vielleicht heute sogar eine kleine Zeltstadt aufbauen, so symbolisch, weil es sind alles hier gute Diagramme. Dieses Bild hier zum Beispiel, ne, hat es gemacht. Und, ich stehe gerade vor meinem eigenen Bild. Bezirksamt, ja, also wir sind keine Penner gewesen, ja, oder sonst was, sondern wir haben bewusst die Mauer gemalt, damit sie nicht beschädigt wird, damit sie nicht abgerissen wird, wie Sie überall sehen hier. Wir haben gegen den Abriss gemalt. Historie. Also keine Penner oder Rollheimer gewesen. Ja, und ich habe immer festen Grund. Also, okay. Da steht Hecht auch nicht. Das ist mein Mauerbild, ja. Bitte? Deswegen nehme ich das jetzt auch alles auf. Die Löcher auch nicht. Ich habe Mauer. Die Löcher habe ich Ihnen ja gerade gesagt. Ich habe ja, warum sind denn diese Löcher jetzt noch drin? Aber das habe ich klar gemacht. Jetzt kann gerade mal angehen. Ich habe wieder weg. Ich habe Mauerteil. Aber wozu Sie die Fugen hier gelassen haben, das ist mir schon klar. Die Löcher hätte man noch nicht reinmachen können. Wahrscheinlich hat es mit der Länge nicht gestimmt. Man konnte die angehen. Also wenn ich 800 Kilometer Mauerteil nach Brüssel schicken kann, wieso müssten Löcher gebohrt werden, um 200 Meter nach hinten zu kommen? Das ist. Versteht keiner. Darf ich vielleicht diese Frage selbst mal für mich besser verständlich nachforschen oder nachführen und dann vielleicht auch Ihnen ganz herzlich danken für die Ausführungen, denn das ist alles nicht. Sie haben mich jetzt schön aufgenommen, Sie haben mich dann auch im Internet wunderbar, bin ich bekannt im Funk und Fernsehen, alles klar. Ganz herzlichen Dank, wenn keine weiteren Fragen mehr sind im Moment, ich hoffe Erklärungen von dem Herrn haben jetzt dazu beigetragen, doch Näheres dann auch anfragen. Ich würde gerne noch was ergänzen dazu. Ganz herzlichen Dank, Ihnen noch einen schönen Aufenthalt hier in Berlin bei dem Rundgang, dem Tag der offenen Tür, morgen haben Sie auch nochmal die Gelegenheit. Worauf ich vielleicht auch hinweisen darf, ist, wir haben mit dem Helfer, also mit dem Landwirtschaftsministerium, Ernährung und Verbraucherschutz, zusammen ein System aufgebaut gehabt mit kleinen Preisen, dann nachher auch, wenn Sie einen Stempel sich bei uns holen, losgehen und dann nachher zum Landwirtschaftsministerium die Karte mit dem Abstempel dazu kriegen Sie dort einen kleinen Preis dafür, wenn Sie sich das angucken. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Okay. Sie haben das sehr gut erklärt, wollte ich nur mal sagen, es war sehr komponiert und eigentlich gut, aber so ja, haben können Sie ja gar nicht können Sie ja gar nicht wissen. Also eigentlich hat es schon richtig erklärt und der Kollege war auch nicht so führt sich wieder mit raus, ich noch ein, dass man die Schäden hat. Tut mir leid, dass das alles so ist. Das ist Sie können uns gerne nochmal eben warten. Also, Sie könnten es insofern wissen, weil ich habe zwei E-Mails geschickt zum Ministerium und darum gebeten. Gute Frau, ich bin ein Mitarbeiter des Hauses. Ja. Heute angestellt. Ich weiß leider nicht ich das Ganze nicht von der Geschichte her. Ich tut mir wirklich leid, weil dass Sie da. Lisa Braun zum Beispiel ist eine Künstlerin aus Kanada, die ist 2001 an Brustkrebs gestorben. Ich habe mit ihr zusammen hier gemalt. Sie ist eine bekannte Künstlerin und also mir liegt wirklich was daran, dass das mal richtig gestellt wird und nicht von irgendwelchen Kunstvagabunden, die im Feld stehen. Ich habe es jetzt auch aufgenommen und werde auch mit den zuständigen Stellen dann nochmal in Schriftform sicherlich ein Gespräch führen, aber ich kann Ihnen gerade jetzt nicht im Moment irgendwie versprechen. Okay. Kommen Sie ruhig durch hier, jetzt bin ich im Platz, damit auch alle das sehen können.
vor allen Dingen hören können. Kommen wir runter, etwas weiter vor, wenn wir unten durchkommen hier. Können wir wieder noch ein bisschen weiter vorkommen, dann können Sie mich auch besser verstehen. Gut, ja, wie gesagt, jetzt befinden wir uns hier vor dem Mauerteilstück, das wir eben auch im Foto gesehen haben. Die Mauer war, wie gesagt, nicht die Inlandmauer, also die einzige Sektorengrenze, die war auf der anderen Seite der Straße. Wie gesagt, auf der anderen Seite der Stresemannstraße. Da sehen Sie auch immer, wenn Sie da lang gehen auf den Bürgersteig, diese Linie mit Pflastersteinen, die ehemalige Grenze symbolisiert. Das war, wie gesagt, die Hinterlandmauer, die den Mauerstreifen nach Osten hin abgeschlossen hat. Und war natürlich zur DDR-Zeit natürlich weiß angemalt, auch um, wie gesagt, Fluchtversuche zu verhindern, weil natürlich in der Dunkelheit die Leute sich natürlich deutlich besser darauf abgehoben haben, als wenn das jetzt so angestrichen worden wäre oder grau angestrichen worden wäre. Und das waren, wie gesagt, die ganz normalen Standardmauerelemente, die auch bei der normalen Mauer, also der eigentlichen Mauer, auf der anderen Straßenseite genutzt wurden. Das waren standardisierte Elemente. Nach der Wende, wie gesagt, wurde dann hier, genau so wie in einer Instant Gallery von verschiedenen Künstlern aus dem In- und Ausland, die Wände hier so gestaltet. Wie Sie sehen, das sind die Daten, und das war im Herbst 1998. Und so haben wir, oder die Architekten das dann vorgefunden, 2005 vom Umbau. Diese Mauerelemente mussten dann, wie gesagt, für den Umbau abgebaut werden und eingelagert werden, weil, wie gesagt, hier ja auch die beiden Kellergeschosse noch ausgeschafft werden mussten. Und als das fertig gemacht war, als diese Arbeiten abgeschlossen waren, sind die Mauerteile dann wieder hier reintransportiert worden und so aufgestellt worden, wie Sie das jetzt hier sehen. Genau, das war das Einzige, wie gesagt, was leicht verändert wurde, ist die Position. Also das waren genau die originalen Mauerelemente. Allerdings war die Mauer etwas in die Richtung. Also sie ging nicht so gerade, sondern sie ging etwas schräger. Und das muss jetzt, wie gesagt, für den Neubau verändert werden, weil es sonst natürlich mit dem Gebäude nicht genau ist. Genau, sie schloss hier an. Sie ging, wie gesagt, aber ein bisschen schräger in Richtung Leipziger Platz. Das ist das Einzige, was verändert wurde. Ansonsten die Elemente gleich und auch die Bemalung ist original. Genau, die Schäden, die Sie sehen, wurden leider durch den Abtransport verursacht, also diese Löcher, die hier in der Wand sind, mussten halt gebohrt werden, damit man die mit Ketten halt hochheben konnte und verladen konnte. Das musste, wie gesagt, noch gemacht werden. Ansonsten ist die Mauer noch im Originalzustand. Genau, das war aber auch ein Rechtsstreit, genau, also es gab jemanden, der diese Mauer gekauft hatte, diese Mauerelemente, und der hat auch Rechtsmittel dagegen eingelegt, dass sie halt in der Form verwendet wurden. Da gab es einen Rechtsstreit und der wurde dann, wie gesagt, vom Bauherrn gewonnen, sodass sie jetzt halt hier stehen. Allerdings, wie gesagt, das waren auf jeden Fall Schwierigkeiten, mit der die Bauer auf jeden Fall auseinandersetzen musste. Ja. Genau, weil die Mauer steht nach wie vor der Denkmalschutz. Genau, also man kann einerseits natürlich durch dieses Glas sehen, weil man hier ist ein Dauerausstellungsraum, da wird es auch Dauerausstellungen geben, zum Beispiel zum Südland, also zum Nationalpark an der innerdeutschen Grenze. Und natürlich hier auch an der Straße, wenn das Bauhaus nicht weg ist, kann man es natürlich auch direkt vom Bürgersteig sehen. Und bei den Besucherführungen, also bei Besucherführungen so wie jetzt, wird es dann auch direkt zugänglich. Darf ich dazu noch was ergänzen? Ich war gestern schon mal hier mit dem Erich Stahnke. Und ich habe Ihnen einen Film mitgebracht über die Bemalung der Mauer und über den Abriss. Ein Mauerbild ist von mir. Ich habe mich jetzt hier mit reingeschmuggelt. Ich bin Aktionskünstlerin. Sehe heute ein bisschen anders aus als gestern. Das ist es, ja. Ja, wie gesagt, wir hatten ja gestern Genau. eine Diskussion. Damit Sie mal genauer wissen, wie das alles abgelaufen ist. Vielen Dank. Also wie gesagt, als Ergänzung. Ich gebe das auf jeden Fall weiter. Wir haben auch gestern die Unterlagen, Dankeschön. Die wir gegeben haben, werden wir an das betreffende Referat weiterleiten. Das sind nicht wieder, das ist die Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Aber wir werden das auf jeden Fall bearbeiten und entschuldigen uns auch gerne auch nochmal im Namen des Ministeriums dafür, dass Ihre E-Mails bis jetzt nicht beantwortet Dankeschön. Wurden. Die betreffenden Leute sind vielleicht im Urlaub oder wir werden auf jeden Fall da Nachforschungen anstellen, dass wir die Broschüre und auch die Führung soweit umgestalten können, dass es dann historisch richtig ist und Ihnen auch entspricht Ihrem Interesse.